Dieses Jahr kamen schon extrem viele neue Düfte auf den Markt und heute möchte ich dir jetzt den Düfter an die Hand geben, bei welchen ich glaube, dass sie extrem gute neue Releases sind. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und dieses Jahr hat ja schon ziemlich gut angefangen, wogegen 2022 ja eher eine große Enttäuschung war, für mich zumindest, muss ich sagen, dass das Jahr 2023 jetzt schon ein extremes Highlight ist, extrem viele tolle Düfte rausgekommen sind. Und ich glaube, egal was jetzt noch kommen wird in der zweiten Jahreshälfte, in Q3 und Q4, ist es egal, die Düfte, die ich schon vor mir stehen habe, haben schon mein Jahr so gesehen gerettet, extrem viele tolle Releases und deswegen möchte ich dir heute mal einen Einblick geben, welche Düfte ich glaube sich am meisten aktuell lohnen. Und anfangen mit dem ersten Duft, und das ist ein Duft, den ich glaube ich noch nie erwähnt habe, das ist nämlich das One Million Royal. Ich habe mir das damals schon relativ früh gesichert, bevor es bei Flaconi und Notino und wo auch immer zu haben war und ich fand ihn ziemlich gut. Ich habe ehrlicherweise, das ist immer so ein bisschen das YouTube-Phänomen, bei sehr vielen Kollegen schon die Rezensionen gesehen und dass die Zuschauerzahlen extrem schlecht sind und ich dachte mir, okay, der One Million Hype ist gerade abgefahren und trotzdem möchte ich ihn erwähnen und sagen, One Million Royal lohnt sich ziemlich. Und gerade für diejenigen, die den Stronger With You intensely mögen, gerade natürlich auch die, die One Million mögen, auch zum Beispiel Azaro Wanted Le Parfum, das schwarze Flakon, ich sage immer das schwarze Flakon, die haben ja alle diesen gewissen Nuss-Touch mit drin. Für die ist auf jeden Fall das One Million Elixier, Elixier sage ich schon Royal, so viele neue Royals und Elixiere, dass er wirklich empfehlenswert ist. Und er schafft es auf der einen Seite, diese originale One Million DNA beizubehalten und trotzdem ein bisschen aufzufrischen. Nach wie vor keine Neuerfindung der Duftszene, sage ich mal. Aber ein toller Release und ich würde sagen, so etwa, wenn der so 70 Euro kostet, so 60, 70 Euro, kann man ihn kaufen. Teurer vielleicht jetzt nicht, würde ich ihn jetzt nicht kaufen. Günstiger natürlich alle Male, aber so 60, 70 Euro, das ist so das Maximum. Falls du ihn da irgendwo siehst, test ihn auf jeden Fall mal. Und falls du ihn kennst, schreib das auch auf jeden Fall mal in die Kommentare. Mein 9. Platz ist ein Duft, der jetzt auch relativ frisch erst in meine Sammlung reinkam. Das ist nämlich der Le Male Elixir. Und ich finde nach wie vor, das ist einer der besten Le Males. Ich würde sagen, aktuell Le Male Parfum ist mein Favorit, Top 1. Dann kommt das Le Male Elixir, dann glaube ich das Originale, dann Ultramale. Ich glaube, dass der Le Male Elixir die nächsten Monate und Jahre noch sehr viel im Duftmarkt bewegen wird, weil er schafft es auf der einen Seite ein sehr massentauglicher Duft zu sein, auf der anderen Seite eben eine gewisse, ich sage mal, Nischenqualität dazu zu verpacken, eben so ein bisschen einen sehr dichten, sehr angenehmen Duft zu schaffen, der aber nicht synthetisch riecht. Das haben viele Düfte leider, dass sie sehr synthetisch billig riechen, das tut er jetzt nicht und das finde ich sehr schön, dass wir hier eine schöne Vanille eingefangen haben, sehr puderig, trotzdem aber nicht billig und das ist wirklich eine Qualität von dem und teste den auf jeden Fall mal, falls du die Hände daran bekommst. Er ist wie gesagt ganz neu, noch nicht überall zu haben, aber auf jeden Fall ein toller Duft. Und auf meinem 8. Platz geht es weiter mit der Spice Bomb Infrared von Victor und Rolf. Hier kann ich ebenfalls auch nur sagen, ein ganz toller Release. Die Eau de Parfum-Variante schafft es, was ganz Spannendes zu machen, nämlich eine Chili-Note einzuarbeiten. Und wir haben immer noch dasselbe Phänomen, dass wir so eine bärige Grundbasis haben. Wir haben kaum mehr Zimt mit drin, aber wir haben eben so einen scharfen Charakter. Und das finde ich ganz außergewöhnlich. Es ist wirklich ein außergewöhnlicher Duft, bei dem ich wirklich sagen kann, er ist einzigartig. Auch wenn ihn nicht alle mögen werden, gar kein Thema, teste den auf jeden Fall davor blind, teste den auf jeden Fall da und kauf ihn nicht blind, so rum, Entschuldigung. Er ist ein einzigartiger Duft, das muss man ihm wirklich lassen. Und ich glaube, Victor und Rolf hat sich hiermit wirklich was gewagt, weil, wie gesagt, es ist jetzt kein typischer Massenduft, weil diese Chili-Note ist halt außergewöhnlich. Das habe ich sonst noch nie in der Parfümerie so gerochen. Einzigartig gemacht und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung. Für mich extrem hohe Qualität, die du hier bei dem Spice Bomb Infrared in der Eau de Parfum Variante bekommst. Mein 7. Duft kam tatsächlich, glaube ich, schon Ende des letzten Jahres raus. Das ist nämlich der Soradora Prosiliant. Und ich habe schon mal letztes Jahr irgendwann eine PR-Anfrage von denen bekommen, ob ich den nicht testen möchte. Habe es damals abgelehnt. Jetzt aber nach den vielen Rezensionen sind wir nochmal zusammengekommen. Aus Transparenzgründen möchte ich natürlich anmerken, dass der Duft kostenlos in meine Sammlung gekommen ist. Nichtsdestotrotz erinnert dieser Duft mich unfassbar an den Zitronenkuchen meiner Mutter. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber er erinnert mich an Kuchen, er ist sehr zitrig, es ist ein toller Sommerduft mit einer schönen Tiefe mit drin und was du hier auch mit drin hast, ist so eine gewisse Animalik. Jetzt sagen einige, oha, Animalik, was ist das denn? Nee, das, im Sommerduft geht das ja gar nicht. Ich muss aber wirklich sagen, das ist so eine eher so eine versaute Animalik. Also es ist jetzt nicht irgendwie so udig oder so, sondern einfach so ein bisschen düster untenrum, so ein bisschen holzig, kuchig, gebäckig irgendwie. Und außergewöhnlich gemacht. Ich kann jetzt wirklich natürlich nicht ans Herz legen, den blind zu kaufen. Gar kein Thema. Aber du kannst auf jeden Fall mal bei Soradora reinschauen. Die haben mir auch so einen Gutschein gegeben. Der heißt, ich glaube, Jan oder Jan 10. Ich blende das einfach mal hier ein. Teste mal die Marke, falls du die kennenlernen möchtest. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Prosilian kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ist auf jeden Fall in dieser Sommerkategorie was ganz Besonderes. Und ich glaube, dass das nicht der einzige sein wird, den ich von denen testen werde, sondern der nur der Anfang ist, dass ich mal damit ein bisschen durchtesten werde. Und dasselbe gilt natürlich für meinen 6. Platz. Das ist nämlich der Creativity
Vetiver aus dem Hause Tom Ford in der Parfum-Variante. Ich habe den originalen Cray Vetiver, glaube ich, einmal irgendwann getestet, schon irgendwie 2 Jahre oder sowas her, und war damals gar nicht so angetan, weil er einfach Vetiver, ne, also sehr, sehr trocken, sehr grasig, sehr, ich sag mal, sehr flach irgendwo und auch so ein bisschen konservativ wirkt. Muss aber mittlerweile wirklich sagen, und mittlerweile, dass ich auch eben mehr Vetiver-Düfte kenne, auch zum Beispiel Encore Noir, finde ich wirklich diesen Cray Vetiver in der Parfum-Variante extrem gut. Er hat natürlich einen hohen Preis, gar kein Thema, aber falls du zum Beispiel eben den Encore Noir magst und es wirklich schätzt, dass er eben trocken ist, aber vielleicht manchmal sagst, okay, er ist mir irgendwie zu fruchtig, dann kann ich dir wirklich mal ans Herz legen, den Cray Vetiver zu testen, egal in welcher Variante. Hier das Parfum wirklich nur symbolisch für die ganze Reihe, denn er ist sehr elegant, sehr erwachsen, sehr hochwertig, sehr trocken, sehr außergewöhnlich, aber er hat einfach einen ganz einzigartigen Duftcharakter, den du sonst so eigentlich in keinem Parfum riechst, nicht mal in so einem Encore Noir. Mein 5. Platz hat hingegen gar keine nischige, sondern eine sehr mainstreamige DNA. Das ist nämlich der Yves Saint Laurent Y in der neuen Eau de Parfum Intense Variante. Und hier muss ich sagen, dass wir uns von der originalen DNA schon ein bisschen entfernen. Wir haben hier einen sehr stark Salbei betonten Duft. Und Salbei ist eine Duftnote, die im Jahr 2023 aktuell wirklich durch die Decke geht. In jedem dritten Duft ist eigentlich, oder jedem zweiten Duft eigentlich schon fast, ist Salbei mit drin, was ich auch gar nicht schlecht finde. Ich finde das eigentlich ganz schön. Eine sehr erfrischende, ich will nicht sagen mentholige, aber eben so ein leicht mentholige, so einen frischen Salbei-Kick eben mit drin. Und ich finde den sehr gut. Ist eben synthetisch, blau, dicht und ein bisschen erwachsener als eben das YSLY in der originalen Eau de Parfum-Variante. Kann ich auf jeden Fall mal zum Testen empfehlen. Und ich finde, glaube ich, ein richtiger Schritt für Yves Saint Laurent, jetzt mit der Zielgruppe, sage ich mal, zu altern, eben jetzt nochmal 2, 3, 4 Jahre älter zu sein und zu sagen, okay, wir haben hier einen Duft, der eben, ich sag mal, ein bisschen bürotauglicher ist als zum Beispiel das Eau de Parfum. Der 4. Platz, das ist ein geteilter Platz, aus demselben Haus, muss man sagen. Das ist nämlich auf der einen Seite der Zara Sand Desert at Sunset und Sunrise on the Red Sand Dunes. Der Sand Desert at Sunset, den habe ich noch bisher nie erwähnt. Das ist ein Duft, der extrem nah, wirklich extrem nah an den Angel's Share von Killian kommt. Der Sunrise on the Red Sand Dunes ist ein sehr guter Imagination-Klon. Und ich muss wirklich sagen, dass Zara dieses Jahr mit den ganzen Klonen, die sie veröffentlicht haben, einen Zahn getroffen haben. Nicht nur, weil die Düfte eben sehr bekannte, sehr beliebte Düfte imitieren, sondern auch natürlich, weil diese einfach eine extrem hohe Qualität haben. Und gerade, ich möchte es bei dem Sand Desert at Sunset nochmal erwähnen, wie gesagt, bisher noch selten erwähnt bei mir. Und er ist natürlich nicht ganz so langanhaltend und ganz so stark und so charaktergebend, sage ich mal, wie eben der Angel's Share, kostet dafür aber irgendwie 150 Euro weniger. Auf jeden Fall hier ebenfalls ganz tolle Releases dieses Jahr. Und da haben die Parfümeure wirklich ein Meisterwerk abgeliefert, solch hohe Qualität für so niedrige Preise hinzubekommen. Mein 3. Platz, da geht es weiter mit einem meiner All-Time-Favorites dieses Jahr schon. Das ist nämlich der Luna Rossa Ocean in der Eau de Parfum-Variante. Und während das Originale mich tatsächlich nur mit der Kopfnote erfasst, ist es hier tatsächlich die Kopfnote und der Duftverlauf. Du hast hier einen wunderschönen Duftverlauf, aquatisch blau, trotzdem eben schön warm, vanillig. Ich sag hier auch so ein bisschen gebäckig. Und viele haben ihn schon mit vielen Düften verglichen, die eben genau in diese warme Richtung gehen, zum Beispiel der Invictus Victory oder zum Beispiel auch der Mercedes-Benz Club Black. Dann weißt du etwa so, in welche Richtung der geht, trotzdem mit so einem schönen blauen, leicht frischen Charakter mit drin. Ganz toller Alltagsduft, und ich glaube, dass der dieses Jahr und die nächsten Jahre auch noch einiges reißen wird, denn das ist wirklich ein ganz toller Duft. Meine ersten beiden Plätze ebenfalls, anfangen möchte ich mit dem 2. Platz, das ist für mich der Armani Code in der Eau de Toilette Variante. Viele von euch haben schon die Rezension gesehen, ihn auch schon gekauft und mir das Feedback gegeben, dass sie extrem zufrieden sind. Einer der wenigen Düfte, bei denen ich sagen muss, dass ich bisher eigentlich kein negatives Feedback bekommen habe, weil er einfach nicht aneckt, weil er einfach gut ist. Sicherlich vielleicht manchen ein bisschen zu langweilig oder ein bisschen zu unkreativ, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Ein toller Duft auf jeden Fall, den ich ebenfalls empfehlen kann. Und ich glaube auch für den Preis, wie gesagt, 65 Euro, 60 Euro bekommst du den. Absoluter Blind Buy. Und mein 1. Platz, ich habe schon gerade gesagt, die beiden ersten Plätze aus dem Hause Armani natürlich mit dem neuen Acqua di Gio Parfum. Neu ist natürlich hier auch nur relativ zu sagen, denn er imitiert natürlich das eingestellte Profumo. Ich muss aber sagen, dass mir der hier ein bisschen besser gefällt. Hier wieder, ihr habt es gerade eben schon gehört, Salbei mit drin, sehr charaktergebend für die aktuelle Zeit. Ein sehr schöner, frischer Duft, der nicht mehr ganz so muffig ist wie das Original, also wie das Profumo. Und ich finde wirklich, dass dieser Duft, glaube ich, in den nächsten Jahren in sehr viele Sammlungen einziehen wird. Er ist zu nah am Profumo, dass man ihn jetzt noch oben drauf kaufen sollte. Wenn aber dein aktueller Acqua di Gio Profumo leer wird, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, kauf den. Das ist gar kein Thema. Die riechen zugleich, dass man sie unterscheiden könnte. Der ist ein bisschen frischer, ein bisschen leichter, ein bisschen moderner, würde ich mal sagen. Und deswegen aktuell mein Top-Release, den ich auch dir ans Herz legen kann. Und vielleicht gibt es noch einige Duftveröffentlichungen, von denen ich noch nichts weiß. Schreib das alles mal gerne in die Kommentare, was aktuell dein Lieblingsrelease 2023 oder natürlich auch Ende 2022 war. Dir auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.